Mein Name ist Salim Abu Abed. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Physiomed Elektromedizin AG. Mein Name ist Markus Melching. Ich bin der Geschäftsführer der Proxomed Medizintechnik GmbH und der Proxomed AG. Wir planen zusammen mit der Proxomed Medizintechnik GmbH, der Proxomed GmbH und der Physiomed Elektromedizin AG eine Fusion anzustreben. Die Fusion hat das Ziel, beide Unternehmen am Markt besser zu etablieren, für unsere Kunden, Partner und Lieferanten bestmöglicher neuer Partner zu werden und sie dabei zu unterstützen, im Markt zu wachsen, so wie wir auch wachsen wollen und hier uns besser positionieren. Das fusionierte Unternehmen wird den Namen Physiomed Elektromedizin AG tragen, wobei die zwei Markennamen Physiomed und Proxomed eigenständig weitergeführt werden. Die Führung steht hier, das heißt Markus Melting und Salim Abu Abed werden weiterhin das Unternehmen führen. Die Hauptgründe liegen im Markt. Die regulatorischen Ansprüche sind über die Jahre stetig gewachsen, auch hiermit die Kosten. Damit benötigt man heutzutage, wenn man in Deutschland entwickelt, produziert und vertreibt, ein sehr hohes Maß an finanziellen Mitteln und dadurch auch gegeben halt eine hohe Umsatzkraft, damit das Unternehmen tragfähig bleibt. Deshalb ist eine kritische Größe finanziell notwendig, die wir durch den Zusammenschluss erreichen. Und ferner können wir mehr Kunden erreichen, weil wir unsere Kundenstämme zusammenlegen können. Wir erhoffen uns von der Fusion, dass wir sowohl im Personalbereich und im Personalkompetenzbereich Synergien nutzen können. Jede der Firmen hat in ihren Teilbereichen spezielle Fähigkeiten, insbesondere Physiomed mit dem internationalen Vertrieb und einer sehr gut ausgestatteten Regulatory Affairs Abteilung. Proxomed hat sehr, sehr große Stärken im nationalen Sales und im Sales Schweiz mit Direktvertrieb mit 14 Mitarbeitern, so dass wir uns erhoffen, dass wir Physiomed-Produkte, insbesondere im Dachraum, gut und schnell vertreiben können zum Nutzen des Kunden und dass im internationalen Bereich Physiomed die Märkte für die Proxomed-Produktpalette aufmachen wird. Die Produktpalette wird sich deutlich vergrößern, weil wir ergänzende Produkte haben, keine doppelten Produkte in dem Sinne. Das heißt, sowohl die Physiomed-Kunden als auch die Proxomed-Kunden werden künftig auf eine breitere Palette zurückgreifen können und werden im Prinzip von einem Unternehmen nur noch betreut. Wir erhoffen uns von der Fusion insbesondere für den Bereich der medizinischen Trainingstherapie im südamerikanischen und lateinamerikanischen Markt über bereits bestehende Physiomed-Kontakte aufzumachen. Im Umkehrschluss werden wir als Proxomed die Märkte für Physiomed in Deutschland viel, viel stärker und enger bearbeiten, zusammen mit den bestehenden Händlern von Physiomed und insbesondere bei unserem Projektgeschäft bei Ausschreibungen hier die Physiomed-Produktpalette einbinden und so kurzfristig Umsatzsteigerungen erreichen können und eine bessere Versorgung des Kunden. Für Unternehmen, die in Deutschland produzieren und in Deutschland angesiedelt sind, ist es im Moment natürlich nicht einfach. Made in Germany ist aber sehr, sehr viel wert, auch im internationalen Geschäft. Und wir erwarten uns von diesem Zusammenschluss zum einen die Erreichung einer kritischen Größe, die man heutzutage braucht, um alle grundsätzlichen Investitionen, die anfallen und auch grundsätzlichen Kosten abzudecken. Zusätzlich hoffen wir uns natürlich durch die Synergiepotenziale im deutschen Markt, im Schweizer Markt, als auch im internationalen Markt, Umsatzsteigerungen signifikant zu erhöhen und streben auch an, hier eine Grenze bis 25 von 40 Millionen zu erreichen. Die Arbeitsplätze sind nicht gefährdet, ganz im Gegenteil. Dadurch, dass wir wettbewerbsfähiger werden, sichern wir die Arbeitsplätze langfristig für unsere Firmen. Für die Kunden und Lieferanten bleibt vorerst alles gleich. Die bestehenden Verträge werden weiterhin erfüllt. Nur der Firmenname auf dem Briefpapier ändert sich vorerst. Wir planen natürlich, und das ist ein ganz wichtiger Punkt dieser Fusion, eine Zusammenführung der Entwicklungsabteilungen als auch der Produktmanagementabteilungen, jeweils mit dem Fokus in der Proxomed eher deutschlandlastig ausgerichtet, in der Vergangenheit in der Physiomed eher international ausgerichtet. Und wir planen hier eine ganzheitliche Entwicklungslösung zu finden für die diversen Produktgruppen, die wir haben, um den Patienten eben vom Anfang der Therapie in der physikalischen Therapie, passive Therapie bis hin zur aktiven Therapie in die Prävention gut begleiten zu können und ihm optimale Versorgung zu bieten. Darauf werden wir die Entwicklung ausrichten, jetzt mit viel mehr personellen Möglichkeiten und Ressourcen. Wir haben bereits seit einigen Jahren bei der Physiomed Elektromedizin AG eine sehr große
Racket-Fairs-Abteilung aufgebaut. Wir haben erfolgreich im letzten Jahr auch das Initialaudit der MDR bestanden und das erste Produkt transferiert. Das heißt, wir sind dem gut gewappnet, werden weiterhin die Abteilung stärken, um dann auch die Integration der Produkte der Proxomed in unsere Racket-Fairs-Abteilung durchzuführen. Unsere mittelfristigen Ziele liegen darin, dass wir bis 2025 einen Turnover erreichen von bis zu 40 Millionen. Das ist einfach das steckte Ziel im Umsatzbereich. Da ist natürlich in erster Linie der deutsche Vertrieb in kurzfristigem Maße in der Lage, durch entsprechende Maßnahmen hier eine Umsatzsteigerung zu erreichen. Zusätzliche Ziele sind natürlich, gute Entwicklungen zu bringen, neue Entwicklungen, innovativ zu sein und mit der Innovation auch weiter unterstützen. Wir als Proxomed und die Physiomed, wir haben vor nicht allzu langer Zeit entschieden, dass ein gemeinsamer Weg der richtige ist. Wir alle glauben an diesen Weg. Das geht los bei den Investoren, das geht weiter im Management. Und ich denke, wir haben festgestellt, auch bei den mittleren Managern ist es angekommen, dass wir hier eine Riesenchance haben. Und ich hoffe, heute haben wir den Grundstein gelegt, auch alle Mitarbeiter mitzunehmen, damit wir in eine positive Zukunft schauen und hier Ziele erreichen, die wir als Einzelunternehmen hier erreichen können. Wir freuen uns auf die Herausforderungen, auf jeden Fall auf die gemeinsame Zukunft, die sich sehr vielversprechend ansieht.